Ist es sinnvoll, als Pflegeheim, Pflegedienst oder Krankenhaus dauerhaft zu werben, um Personal zu gewinnen, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass sich Pflegekräfte bei Ihnen bewerben? Darum geht es jetzt in diesem Video, welche Vorteile das Ganze hat und worauf Sie da natürlich darauf achten müssen. Das besprechen wir jetzt. Mein Name ist Michael Moskal von Pflegekraft.de und wir haben mittlerweile über 200 Unternehmen aus der Pflege weitergeholfen, mehr Bewerbungen von Pflegefachkräften zu erzielen und natürlich auch von anderen Berufsgruppen. Und dabei sind wir auch auf sämtliche Herausforderungen gestoßen. Das heißt, wir kümmern uns wirklich von A bis Z bei der Personalgewinnung bei unseren Kunden, wie man da eben erfolgreich vorankommt. Und ja, heute geht es eben genau um diesen Punkt. Macht es da Sinn, dauerhaft zu werben? Viele haben den Gedanken, dass sie dann sagen, okay, wenn man jetzt irgendwelche Strategien umsetzt, dass sie halt wirklich in der Region Aufmerksamkeit erzeugen, dass Pflegekräfte sehen, dass sie halt wirklich nach Personal suchen etc., dass wenn sie das dauerhaft machen, ohne Unterbrechung, dass die Leute dann schlechten Eindruck bekommen, weil man quasi das Bild vermittelt, dass man ja die ganze Zeit Leute suchen würde. Und ja, inwiefern das stimmt oder eben nicht stimmt, darüber sprechen wir jetzt, weil sie müssen da einige Punkte natürlich beachten. Denn wenn wir uns mal das Gegenstück dazu anschauen, also sage ich jetzt mal, dass sie nicht dauerhaft werben, sondern zum Beispiel nur punktuell, dass sie dann sagen, okay, ich mache jetzt mal irgendeine eine Kampagne zum Beispiel, wo sie Werbung schalten und das Ganze machen sie mal 14 Tage, 2 Wochen, 3 Wochen, wie auch immer, dass sie das halt begrenzen und dann eben schauen, wie sind die Ergebnisse, was passiert. Und wenn sie Werbung schalten in so einer kurzen Frequenz, dass sie dann wirklich sagen, nur 2 Wochen, 3 Wochen oder nur 1 Monat zum Beispiel, dann haben sie das Problem, dass die Erfolge aus dieser Kampagne wirklich reiner statistischer Zufall sind. Sie können nicht sagen, dass genau diese Kampagne wirklich zu den Erfolgen geführt hat, wenn sie jetzt zum Beispiel darüber Pflegefachkräfte dann eingestellt haben, weil es war nur ein kurzer Zeitraum und in diesem Zeitraum gab es jetzt eine gewisse Menge an Menschen, sage ich jetzt mal, die jetzt gerade wechselbereit sind in ihrer Region und die haben sich dann zum Beispiel gemeldet. Und auf der anderen Seite, meistens ist es so, wenn sie wirklich auch nur 2 Wochen werben, dann werden sie natürlich nicht diese großen Erfolge haben, dass sie jetzt wirklich viele Leute einstellen. Sie müssen sich nämlich überlegen, wen erreichen Sie wirklich in 2 Wochen, wer sich wirklich auf Ihre Anzeige dann zum Beispiel meldet? Ein Jobwechsel, das ist kein Punkt oder das ist nichts, was man jetzt mal eben so macht, wo man sagt, ach, ich orientiere mich jetzt mal um oder ich bewerbe mich jetzt mal woanders, weil ich habe jetzt keine Lust mehr, wo ich jetzt hier bin. Weil das sind genau die Personen, die Sie im Nachhinein natürlich nicht haben möchten. Das heißt, innerhalb von 2 Wochen können Sie gar nicht die wirklich guten Leute dazu bringen, die guten Pflegefachkräfte, dass sie sich bei Ihnen bewerben sollten, weil der Zeitraum ist einfach viel zu kurz. Eine Pflegefachkraft, die wirklich 5 Jahre irgendwo arbeitet, die wird nicht eine Werbeanzeige sehen und nach einer Woche sagen, so, diese Werbeanzeige hat mich jetzt komplett überzeugt, ich möchte jetzt auf jeden Fall woanders hin, sondern die wirklich guten Pflegefachkräfte, die lange Jahre irgendwo anders tätig sind, die brauchen ihre Zeit, bis sie dann die Entscheidung treffen, dass sie sich bei Ihnen bewerben. Und da wird nicht eine Woche ausreichen, dass Sie dann wirklich die richtig guten Personen eben darüber einstellen können. Das heißt, so eine punktuelle Werbung ist einfach wirklich nur ein reiner Zufall, wie erfolgreich das Ganze ist. Und auf der anderen Seite werden Sie auch keine guten Leute damit anziehen. Das ist das Problem. Und da sind wir natürlich schon bei dem Vorteil, den wir haben, wenn man dauerhaft wirbt. Also wenn Sie ein Pflegeheim haben oder mehrere Einrichtungen, einen Pflegedienst oder ein Krankenhaus, dann ist es mittlerweile absolut notwendig geworden, dass man die ganze Zeit bei den Pflegekräften, bei den Pflegefachkräften in Erscheinung tritt. Es macht absolut eben keinen Sinn zu sagen, ich werbe nur punktuell, weil die Personalgewinnung, Bewerbung zu generieren, Bewerbung zu bekommen, Vorstellungsgespräche zu führen, das ist ein dauerhaftes Thema bei einer gewissen Größe. Also ab 50 Mitarbeiter brauchen Sie die ganze Zeit gute Leute, die sich bei Ihnen melden. Sie müssen mit den Leuten im Gespräch sein, auch wenn Sie sie vielleicht nicht sofort einstellen würden, aber trotzdem, dass Sie natürlich diese Kontakte haben, auf die Sie dann letzten Endes zurückgreifen können. Deswegen ist es sinnvoll, dauerhaft zu werben, dass sie die ganze Zeit wirklich die Aufmerksamkeit von den Pflegekräften und Fachkräften aus der Region bekommen, weil sie auch da natürlich überlegen müssen, welche Leute kriege ich denn jetzt gerade zu einem Moment oder zu einem gewissen Zeitpunkt? Also wenn sie jetzt zum Beispiel werben, erreichen sie quasi ganz andere Personen als in 2 oder 3 Monaten, weil die Leute auf einer ganz anderen Bewusstseinsstufe, sage ich mal, sind. Die einen sind wirklich extrem wechselbereit, die haben wirklich, ja,
Kopfschmerzen auf der Arbeit, die wollen das einfach nicht mal bei dem bisherigen Betrieb und die werden sich dann auch relativ früh melden. Aber andere Personen sind zum Beispiel auch zufrieden und da entwickelt sich das erst, wo die dann irgendwann sagen, jetzt ist irgendwas aufgekommen mit der PDL, das zieht sich schon die ganze Zeit oder mit der Einrichtungsleitung und dass diese Person dann irgendwann sagt, jetzt möchte ich wechseln. Und wenn sie da jetzt in diesen letzten 3 Monaten zum Beispiel bei dieser Person nicht die ganze Zeit sichtbar gewesen sind, dann wird sie sich nicht bei ihnen melden, sondern eben bei dem anderen Betrieb in ihrer Region, der sich darum gekümmert hat, wirklich eine starke Arbeitgebermarke in der Region zu haben. Also quasi nach außen zu treten, zu sagen, hey, wir als Arbeitgeber in der Pflege, wir haben stationäre Einrichtungen, wir haben Pflegedienst etc., bei uns läuft es gut, als Beispiel. Und es geht natürlich nicht darum, dass sie immer sagen müssen, ich oder wir suchen Leute jetzt gerade, dass sich alle immer bewerben, sondern sie müssen natürlich immer über die Botschaft nachdenken, die sie in dieser Werbung nach außen strahlen. Natürlich sollten sie, wenn sie jetzt wirklich keine Person gerade suchen, sollten sie jetzt nicht ganze Zeit Werbung schalten, dass sie jetzt gerade aktiv unbedingt Leute brauchen. Das macht dann an der Stelle natürlich keinen Sinn, sondern dann müssen sie die Werbung umstellen und ganz anders nach außen treten und wirklich ihre Arbeitgebermarke nach außen präsentieren. Wir sind hier beim Stichwort Employer Branding eben, dass sie sich als Arbeitgeber in der Region vernünftig präsentieren und darstellen, dass die Pflegefachkräfte, die jetzt gerade nicht wechselbereit sind, aber sie sehen und wahrnehmen, sich etwas mit ihnen beschäftigen, dass wenn es bei denen so weit ist, dass sie nach 2 Monaten, nach 4 Monaten, nach 5 Monaten sagen, hey, ich habe hier, wo ich jetzt bin, keine Lust mehr, das läuft jetzt seit mehreren Monaten schlecht, dass sie dann als erstes an sie denken und nicht an einen anderen Betrieb in der Region. Deswegen ist es wichtig, dass sie natürlich bei der begrenzten Menge an Pflegekräften, an Pflegefachkräften, die wir eben in einer Region haben, die ganze Zeit sichtbar sind mit vernünftiger Werbung, dass sie sich halt wirklich vernünftig darstellen, dass die Leute einen guten Eindruck über sie als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin haben, dass wenn es soweit ist bei denen, dass sie sich dann eben bei ihnen melden. Und wenn sie erfahren möchten, wie sie ihre Arbeitgebermarke in der Region wirklich stärken können, dass sie wirklich auch die guten Bewerber bekommen. Ich rede nicht von x-beliebigen Bewerbungen, sondern wirklich Leute, die sie auch einstellen möchten, die auch zur Arbeit kommen, wenn mal Land unter ist etc. Dann tragen Sie sich jetzt unter www.pflegekraft.de für ein kostenloses Beratungsgespräch ein, wo wir uns genau Ihre Situation anschauen, wo wir Ihnen Strategien an die Hand geben, die dazu führen werden, dass Sie sich als Arbeitgeber wirklich attraktiv in der Region positionieren können, dass sich auch wirklich die guten Leute, die guten Pflegefachkräfte bei Ihnen bewerben. In dem Sinne, bis zum nächsten Video, Ihr Michael Moskal von pflegekraft.de.